Woche hatten wir hier die Veranstaltung zu dem Phänomen Donald Trump. Dieses Phänomen ist jetzt real geworden sozusagen und Präsident tatsächlich geworden. Und ja, irgendwie wird das die Weltlage ziemlich über den Haufen werfen und alles, was man eigentlich auch über die Lage in Deutschland zu sagen hat, ist ein bisschen unter dem Vorbehalt jetzt zu sehen, wie sich die Verhältnisse halt ändern, also was Trump vorhat. Wenn er tatsächlich den Protektionismus fahren möchte, den er angekündigt hat, wird es auch nicht folgenlos bleiben für Deutschland, was ja auf den Außenhandel abzielt. Und hat natürlich wirtschaftliche Auswirkungen auf Deutschland haben und sozusagen unter diesem Vorbehalt ist auch die Analyse jetzt zu sehen und der ganzen Weltlage, die sich sehr dynamisch ändern kann. Trump hat neben seinem Protektionismus ja auch immer wieder davon gesprochen, er möchte zu Mexiko eine Mauer bauen. In München wurde vor kurzer Zeit auch eine Mauer gebaut, in Amerika wurde sie noch nicht gebaut, oder Zäune, eine kleine Mauer, eine 4 Meter hohe Mauer in einem Wohngebiet, was verschiedene Bewohner eines Wohngebietes trennen soll. Also ein geplantes Geflüchtetenheim wurde abgetrennt vom restlichen Teil des Wohngebiets durch eine 4 Meter hohe Mauer. Und auf der anderen Seite ist nochmal eine Mauer zu einer Autobahn hin, die 3 Meter beträgt, sodass rechtlich läuft das unter Emissionsschutz angeblich, wegen der Lärmbeeinträchtigung der minderjährigen Geflüchteten, die zu befürchten sind. Genau, aber es soll sozusagen die Segregation vorantreiben, wie wir auch noch später sehen werden. Vielleicht ist es auch sozusagen Teil der neuen Ordnung, die sich die Münchner oder die CSU in München am letzten Wochenende gegeben hat, ein Parteiprogramm oder ein neues Grundsatzprogramm, was die Ordnung heißt. Vielleicht ist das so der Vorgeschmack auf diese Ordnung. Auf jeden Fall wurde in diesem Leitprogramm festgeschrieben, oder Grundsatzprogramm festgeschrieben, eine christliche Leitkultur gegen den sogenannten Multikulti, weil es diese Leitkultur ist, die Bayern zu Bayern mache. Zitat: Falsch verstandene Toleranz, die unsere christlich-abendländisch geprägten Werte relativiert, lehnen wir ab. Christliche Feiertage bestimmen unseren Kalender. Christliche Kirchen prägen unsere Orte, in den christlichen Traditionen wurzelt unser Brauchtum. Zitat Ende. Und deswegen folgerichtig, der politische Islam gehört nicht zu Deutschland. Dann ein paar sich widersprechende Äußerungen wie: Die Würde des Menschen ist oberster Grundwert, gilt aber anscheinend nicht für alle. Denn Zuwanderung braucht Grenzen und Regeln. Asyl- und Flüchtlingsschutz sind humanitäre Hilfe auf Zeit. Heiraten für alle, aber Ehe für alle nein. Was auch immer das bedeuten soll. Das Resultat daraus: Zukunft heißt Herkunft, und die CSU hat damit wieder sich für eine Obergrenze von Geflüchteten ausgesprochen. Zu guter Letzt hat Seehofer dann gesagt, für wen dieses Programm denn alles gelten soll. Einerseits, wie immer, als eine Partei der bürgerlichen Mitte, aber nach dem Motto von Franz Josef Strauß, dass keine Partei rechts der CSU duldet, umfasst die CSU nach Seehofer auch das demokratische Spektrum rechts der Mitte, wie das Nationalkonservative und das Wertgebundene. Wir werden gleich sehen, wie sich das auch im Integrationsgesetz niederschlägt. Aber bevor ich auf das Integrationsgesetz und die einzelnen Vorschriften eingehe und den Charakter des Gesetzes, wollte ich noch eine allgemeine Einschätzung machen und die Entwicklung skizzieren, die überhaupt zu dem Integrationsgesetz geführt hat. Wir haben im Rechtsruck in Deutschland, der momentan sich durchzieht, eine relative Legitimationskrise der großen Parteien, also der SPD und der Union, in einer personalen Zuspitzung auf Angela Merkel. Bei den letzten Landtagswahlen, zum Beispiel in Berlin, haben diese großen Parteien zusammen 13% verloren, in Mecklenburg-Vorpommern 9%, also nicht 9%, 9% Punkte, und allerdings auch 30% Punkte, und in Baden-Württemberg sogar 22% Punkte zusammen. Auf der anderen Seite hat die
Alternative für Deutschland, die AfD, in Berlin 14,2% erhalten können, in Mecklenburg-Vorpommern 20,8%, in Sachsen-Anhalt ihr stärkstes Ergebnis mit 24,3% und auch in Flächenländern mit Einwohnern 15,1% bekommen können, wie in Baden-Württemberg. Die AfD hat sich im Februar 2013 gegründet und zunächst war der Auslöser Unzufriedenheit mit der Europolitik der Bundesregierung unter Angela Merkel. Aber im Zuge des Rechtsdrucks und gestiegener Geflüchtetenzahlen und dem verschärften Syrienkrieg kam es im Juli 2015 auf dem Essener Parteitag der AfD dann zu einer Spaltung und das wirtschaftsliberale Lager ist ausgetreten in die heute politisch bedeutungslose Allianz für Fortschritt und Aufbau unter Bernd Lucke und das nationalkonservative Lager ist geblieben. Dabei bedient die AfD oder ist die AfD eine kleinbürgerliche Partei, die einerseits das unzufriedene Kleinbürgertum mobilisiert, was von der relativ guten Entwicklung in Deutschland für die im 9. Jahr der weltweiten Krise, wo Deutschland als eines der wenigen Länder ein geringes Wachstum erzielen kann, aber auch eben Deutschland die südlichen EU-Staaten durch die Europolitik sozusagen unterworfen hat, bekommen diese kleinbürgerlichen Teile nichts davon und sind wütend darauf. Aber auch ein anderer Teil, ein Teil der prekären Arbeiterklasse ist für die AfD interessant, die auch durch die Politik dieser Parteien, durch die Agenda 2010 hervorgebracht wurde, auch weil keine linke Alternative angeboten werden kann, die eben einen Einfluss hat. Genau, und darüber hinaus ist es ein ideologisch neben diesen Bedingungen sozusagen ein reaktionäres Familienbild, was sich gegen Frauen richtet und LGBT-Leute. Ja, worum es aber in dem Vortrag weniger gehen wird, sondern eher auf die migrantische Unterdrückung. Aber der Rechtsruck drückt sich sozusagen nicht nur in Wahlzahlen aus, sondern auch auf Angriffen auf der Straße. Von den registrierten Angriffen im Jahr 2014 waren es 482, wobei man sagen muss, es ist alles unter dem Vorbehalt registriert zu sehen. Die Münchner Polizei hat einmal, als ein Hakenkreuz auf ein Auto eines Türken gemalt wurde, einen rassistischen Hintergrund für die Tat ausgeschlossen. Das heißt, es ist alles unter einer hohen Dunkelziffer zu sehen. 2015 ist diese Zahl auf 1305 gestiegen und 2016 schon bis Oktober auf 1800. Und der krasseste Auswuchs ist auch, wir kommen immer wieder auf München zurück, in München zu sehen. Dort gab es ja den faschistischen Anschlag im OEZ, der sozusagen psychologisierend als Amoklauf abgetan wird, wo 9 Personen getötet wurden, 4 verletzt und 32 im Zuge des Angriffes, des Attentates verletzt wurden, zum Beispiel durch Massenpaniken. Weitere Anschläge in Deutschland gab es auf muslimische Einrichtungen in Sachsen, vor allem in Chemnitz. Genau, vorangetrieben natürlich auch von Pegida, was allerdings momentan seine Mobilisierungskraft etwas verloren hat und auf einen faschistischen Kern zurückgeschmolzen ist. Einerseits der elektorale Druck und andererseits die Angriffe auf der Straße führen auch dazu, dass die Bundesregierung ziemlich gehandelt hat. Die große Wende in der Geflüchtetenpolitik der Bundesregierung war im September letzten Jahres, als sich der Syrienkrieg verschärft hatte und viele, viele Geflüchtete sich auf der sogenannten Balkanroute befanden und Orban in Ungarn Geflüchtete nicht mehr hat weiterreisen lassen. Angela Merkel hat dann gesagt, in solch einer humanitären Notlage müsse man das Dublin-Abkommen aussetzen. Dort müsste eigentlich der Asylantrag in Ungarn gestellt werden. Und sie hat sich sozusagen humanitär gegeben und die Weiterreise ermöglicht. Und die Geflüchteten haben Merkel gerufen. Es gab große Solidarität zunächst an den Bahnhöfen, klatschender Beifall. Es wurden zunächst
ja, also so nötige Güter bereitgestellt, die der Staat nicht zur Verfügung gestellt hat, von vielen ehrenamtlichen Helfern. Aber von vor allem politischem Druck von rechts hat das Regime Merkel diese Situation nicht lange anhalten lassen. Schon am 13. September wurde das Schengen-Abkommen außer Kraft gesetzt und somit die Grenzen geschlossen. Es wurden 4 Grenzkontrollübergänge an der deutsch-österreichischen Grenze eingeführt und bis heute bleiben diese Kontrollen. Schon am 24. Oktober ist das Asylpaket, also fast nur einen Monat nach der Schließung der Grenze, das Asylpaket 1 beschlossen worden, das Albanien, Kosovo und Montenegro zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt hat, die Residenzpflicht wieder eingeführt hat, wobei man auch sagen muss, dass zuvor im September 2015, deshalb auch ein bisschen der heuchlerische humanitäre Diskurs zunächst, Bosnien-Herzegowina, Serbien und Mazedonien auch als sichere Herkunftsstaaten erklärt wurden. Dann im Januar kamen die nächsten Maßnahmen mit dem sogenannten, also am 1. Januar in Kraft getreten, mit dem Asylpaket 2, was die Abschiebelager in Bamberg und Manchem einführt und den Familiennachzug für subsidiär Schutzbedürftige oder sogenannte subsidiär Schutzbedürftige einschränkt, massiv. Am 8. März kommt es dann zu einem Abkommen zwischen der EU und der Türkei, was auch Merkel vorangetrieben hat. Nachdem zunächst eine EU-weite Einigung über die Verteilung der Geflüchteten gescheitert ist und sie mit dem Erdogan-Regime paktiert, um die sogenannte Balkanroute zu schließen, was dadurch auch gelingt. Der letzte Streich der Bundesregierung vorerst war das am 6. August in Kraft getretene Integrationsgesetz, was regeln soll, wie jetzt Geflüchtete für die deutsche Wirtschaft nützlich sein können. Pikanteste Änderung ist, dass die sogenannten 1-Euro-Jobs, die ja Maßnahmen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt sind, für Geflüchtete nur 80-Cent-Jobs sind. Ja, trotz all dieser Maßnahmen sehen wir, dass wir in Deutschland keine organische Krise wie in den USA haben, aber natürlich durch den massiven Ausdruck der organischen Krise in den USA, dass jetzt diese Veränderung nicht mehr auszuschließen ist, also was ich am Anfang des Vortrages gesagt habe. Aber grundsätzlich kann man sagen, reicht diese Qualität noch nicht so quantitativ aus. In vielen anderen europäischen Staaten, wie in Frankreich, Front National ist bei 30%, die AfD liegt bei 11-13%. In Großbritannien konnte UKIP den Brexit durchsetzen, in den Vereinigten Staaten ist Trump Präsident geworden, in Ungarn ist Orban Präsident und in Polen gibt es die Peace. Ja, was auch zu beobachten ist in den letzten Jahren, ist, oder in diesem Zuge der Reform, ist sozusagen eine punktuelle Militarisierung, die es gibt. Einmal konnte man sehen bei dem Anschlag im Juli, wie innerhalb weniger Stunden eine Millionengroßstadt komplett lahmgelegt wurde, die Autobahn wurde geschlossen, der Hauptbahnhof wurde geschlossen, es fuhren keine Züge mehr. Und der Einsatz der Bundeswehr stand sogar im Raum. Es gab dieses selbe Szenario Anfang des Jahres bei den völlig falschen Anschlagsvermutungen an dem München Hauptbahnhof und in Pasing, wo wir ähnliche Zustände, oder nicht in so hohem Ausmaß, aber wo es ähnliche Militarisierung gab, gesehen. Und wir haben eine Aufrüstung der Repressionsorgane, einmal zum Beispiel die Polizei, die in Berlin jetzt Taser verwenden darf. Andererseits bekommt die bayerische Polizei, wie wir später sehen werden, durch das Integrationsgesetz mehr Befugnisse. Außerdem durch das Aussetzen des Schengen-Abkommens und den Dauerkontrollen an Grenzen, aber auch durch permanente Ausnahmezustände montagsabend für die Durchsetzung von Pegida-Demonstrationen und die krasse Militarisierung anlässlich des G7-Gipfels in Elmau, wo 22.000 Polizisten 4.000 Demonstrierende begleitet haben. Wie auch immer. Ja, in diesem Zusammenhang ist jetzt nun das Integrationsgesetz geplant von der bayerischen Regierung. Die Idee entstand dieses Frühjahr. Vor einigen Monaten ist es in der ersten Lesung beschlossen, also durchgekommen, ist jetzt an die Ausschüsse überwiesen worden, dort besprochen worden und soll in zweiter und dritter Lesung Anfang Dezember
durch den Landtag beschlossen werden. Es trifft Änderungen, also einmal wird es ein eigenes Gesetz, ein eigenes sogenanntes Sicherheitsgesetz als Integrationsgesetz. Andererseits werden bestehende Gesetze geändert, wie das Polizeiaufgabengesetz, das die Befugnisse der Bayerischen Polizei erweitern soll, aber auch Änderungen von Kommunalordnungen und dem Bayerischen Erziehungsgesetz. Ja, jetzt in dem Abschnitt sozusagen kommen Begriffe aus dem Gesetz, genau, also nicht meine Begriffe, aber sozusagen die Rechtssprache. Ja, was soll neu eingeführt werden? Es soll Identitätskontrollen geben, ohne weitere Anhaltspunkte vor Unterkünften von Asylbewerbern. Es sollen, wenn Zweifel über die tatsächliche Angehörigkeit oder über die Identität bestehen, sofort erkennungsdienstliche Maßnahmen durchgeführt werden können. Das heißt, die Vornahme von Fingerabdrücken, bestimmter Profilbilder und so weiter, die dann gespeichert werden. Es kann sogar, wenn dann immer noch nicht die Identität feststeht oder Zweifel an der Identität bestehen, die Personen festgenommen werden. Das geht bis zum Ablauf des nächsten Tages. Und normalerweise muss auch ein richterlicher Beschluss eingeholt werden, aber das kann eben dauern. Für diese Zeit bleibt die Festnahme auf jeden Fall bestehen. Und in dringenden, unaufschiebbaren Fällen kann eben auch ohne richterlichen Beschluss dann die Festnahme erfolgen oder halt auch bleiben. Es gibt ein Durchsuchungsrecht der Polizei von Unterkünften von Asylbewerbern nach dem Gesetzestext zur Abwehr von Gefahren. Eine Gefahr liegt fast immer vor. Nach dem Gesetz sind das ja auch so ungefähr gefährliche Orte. Das heißt, man kann fast davon sprechen, dass es ein jederzeitiges Durchsuchungsrecht der Polizei von den Unterkünften gibt. Dann soll es einen beschränkten Zugang von nicht freizügigkeitsberechtigten Ausländern zu öffentlichen Einrichtungen auf Gemeinde-, Landkreis- und Bezirksebene geben. Das ist eine sehr, sehr krasse Vorschrift. Unter nicht freizügigkeitsberechtigten Ausländern sind alle Geflüchteten zu verstehen, die der Residenzpflicht beispielsweise unterliegen oder sonstigen Einschränkungen in ihrer Bewegungsfreiheit eben durch den Staat ausgesetzt sind. Also eine große Anzahl. Das kann zum völligen Ausschluss vom sozialen Leben führen, weil der Begriff öffentliche Einrichtungen bezieht sich zwar einerseits auf Stadt- und Gemeindehallen, aber auch auf Schwimmbäder als kommunale Einrichtungen, Theater, Bibliotheken und so weiter und so fort. Und kann halt neben der jetzt schon bestehenden materiellen Ausgrenzung oder Beschränkung der Teilnahme am sozialen Leben diese sehr erschweren oder ausschließen. Weiter soll die Schulpflicht bei bestehender Pflicht zum Wohnen in den sogenannten besonderen Aufnahmeeinrichtungen ausgesetzt werden. Das ist der juristische Begriff für die Abschiebelager in Bamberg und Manching. Genau. Es soll eine Verpflichtung zum Vorkurs vor der Einschulung geben, und zwar bei Ausländern, aber auch für Deutsche mit Migrationshintergrund, bei denen eine sogenannte besondere Integrationsbedürftigkeit besteht. Die wird vor allem am Sprachniveau festgemacht, und zwar für Leute, die nach 1955 eingewanderte Deutsche oder Deutsche mit mindestens einem nicht-deutschen Groß- oder Großelternteil, die maximal das Sprachniveau A2 des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens haben. Genau. Auch Gefangene sollen zu Deutschkursen verpflichtet werden, auch Untersuchungsgefangene, die eigentlich von jeder Arbeit freigestellt werden. Außerdem soll es die Möglichkeit der zwangsweisen Durchsetzung oder zwangsweisen Teilnahme an Grundkursen über die Werte der freiheitlich-demokratischen Grundordnung geben. Und es wird außerdem ein Ordnungswidrigkeitstatbestand eingeführt, der beim Unterlaufen der verfassungsgemäßen Ordnung vorliegen soll. Der ist sehr, 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 sehr unbestimmt gefasst. Es wird zum Beispiel gemeint unter Verbreiten verfassungswidriger Äußerungen durch Schrift und Bild. Also wenn das so kommt, ist es massive Einschränkung von der Pressefreiheit. Wer dagegen verstößt, kann mit einem Bußgeld bis zu 50.000 Euro belegt werden. Soweit zu den Maßnahmen. Welchen Charakter trägt jetzt dieses Gesetz? Zunächst, wenn man das sich durchliest, am Anfang werden Menschen einfach so nach Aufenthaltstiteln eingeteilt.
Es wird mannigfaltig unterschieden zwischen Unionsbürgern, Ausländern mit Aufenthaltszweck, also es ist alles noch Gesetzessprache, Ausländer mit Aufenthaltszweck der Beschäftigung, Ausländer mit dem Aufenthaltszweck der Beschäftigung, der Berechtigung zur Beschäftigung, Ausländer mit dem Aufenthaltszweck zur Arbeitsplatzsuche, zum Zweck des Studiums oder für hochqualifizierte, visumsfreie Ausländer. Viele Passagen des Gesetzes sind auch äußerst unbestimmt gehalten und es ist, denke ich, gewollt. So soll eine gewisse staatliche Willkür legitimiert werden. Und auch wenn der Gesetzesentwurf hauptsächlich Bestimmungen wenn der Gesetzentwurf Bestimmungen für alle Migrantinnen vorsieht, sollen vor allem Geflüchtete getroffen werden, die in den geflüchteten Unterkünften untergebracht sind und dort leben müssen. Der bayerische Staat will so Ausnahmezonen schaffen, in denen die Polizei eigentlich mehr oder weniger tun kann, was sie will. Also sie kann ohne nähere Anhaltspunkte immer eingreifen. Es ist und das ist auch unter dem Stichwort punktuelle Militarisierung zu sehen. Und wo ja auch wir dann wieder bei der Einleitung sind, also mit der Mauer in Perlach. Es ist eine Vertiefung eines Ghettoisierungsprozesses, der Geflüchtete kriminalisieren soll und weiter den Rassismus verschärfen soll. Ein erster Schritt aber dieses Prozesses war schon sozusagen die Schaffung von Geflüchtetenlagern aus Zelten und Containern, meistens in kleinen Ortschaften, wo die BewohnerInnen sehr reaktionär sind, meistens noch am Ortsrand dieser Dörfer, wo Geflüchtete offen angreifbar sind für FaschistInnen und Rechtsradikale. Außerdem werden gezielt gesundheitliche Standards dort nicht eingehalten, um weiter den Rassismus zu vertiefen. Als wäre das noch nicht genug, enthält das Gesetz noch einige rassistische Vorurteile. Geflüchteten wird unterstellt, dass sie in besonderem Maße die Gleichstellung von Mann und Frau ablehnen würden, in Anspielung auf Köln. Ebenso, dass sie zur gewaltsamen Erziehung von Kindern neigten, die deutsche Zivilehe ablehnen würden, in Anspielung auf die Mehrfachehe für Männer im arabischen Raum, das Verhältnis von Staat und Religion nicht achten würden, in Anspielung sozusagen auf IS-Recht und so weiter, was allerdings sehr, zynisch ist, dass es von der bayerischen Regierung kommt, die sich gerade das Programm der christlichen Weltkultur gegeben hat und ja, wo Staat von der Kirche nicht getrennt ist, nicht im Ansatz. Und es wird den Geflüchteten unterstellt, dass sie das staatliche Gewaltmonopol nicht achten würden, wieder ein sozusagen Seitenhieb darauf, dass sie eigenes IS-Recht oder irgendwie so etwas etablieren möchten. Dann kann man alles im Artikel 13 nachlesen. Genau. Man kann sagen, einige Passagen sind sind wohl verfassungswidrig aus zwei Gründen. Einerseits fehlt es wohl an der Bundeszuständigkeit für einige Vorschriften, andererseits sind die Vorschriften, gerade die für den Ordnungswidrigkeitstatbestand, einfach viel zu unbestimmt. Somit kann man sagen, dass die bayerische Staatsregierung einfach mal versuchen möchte, was sie denn so durchsetzen kann vor dem Bundesverfassungsgericht. Andererseits kann man auch sagen, könnte Bayern ein Experimentierfeld sein, um zu sehen, wie weit man denn mit dieser Militarisierung vorangehen kann. Genau. Soweit zum Charakter des Gesetzes. Was tun jetzt dagegen? Ja, eine Möglichkeit schon angeklungen. Klagen wird es geben vor dem Bundesverfassungsgericht. Ich denke nicht, dass das sozusagen ausreichen wird. Einerseits, weil das Bundesverfassungsgericht natürlich nicht das gesamte Gesetz aufheben wird und auch nur die Punkte, die nicht gehen, nur abmildert maximal. Was können wir tun? Ich glaube, ein gutes Beispiel, was man tun kann, ist die Demonstration, die es schon gab gegen dieses Gesetz, die Demonstration gegen das Integrationsgesetz. Vom, wann war es, 24. Oktober rum, 22. Oktober, genau, wo wir viele linke Organisationen gesehen haben, gewerkschaftliche Organisationen, die ArbeiterInnen da waren und viele Jugendliche. Und ja, das ist sozusagen ein gutes Beispiel, wie eine Front gebildet werden kann gegen diesen Rechtsdruck aus diesen Organisationen.
Einziges Manko sozusagen war beim Integrationsgesetz 10, dass diese Mobi noch nicht ausreichend groß war, also bei 3000 Leuten gelegen ist. Und bei der Demonstration sind vor allem auch Geflüchtete mitgelaufen von der Gruppe Refugee Struggle for Freedom, die dort vor einen Protestmarsch nach Nürnberg organisiert hatten und ein mehrwöchiges Protestcamp organisiert hatten am Sendlinger Tor. Die hatten auch zu einem Zeitpunkt der Demonstration Fahnen von Gewerkschaften dabei und haben sozusagen um gewerkschaftliche Aufnahme gefordert und auch gesagt, dass die Gewerkschaften für sie gegen dieses Integrationsgesetz vorgehen können. Genau, wir sind da als Waffe der Kritik auch mitgelaufen in diesem Block. Und ja, bevor ich dazu noch ein Video zeige oder wir noch ein Video zeigen, wollte ich noch ein bisschen was erzählen, was wir auch ein bisschen von Waffen der Kritik gegen diesen Rechtsruck versucht haben zu machen. Wir hatten einerseits die Jugend gegen Rassismus hatten wir erstmal, also das heißt ein Jugendstreik gemacht gegen den Rassismus in der Gesellschaft, und zwar ein Bündnis, was sich nicht nur auf den Rassismus gegen die AfD beschränkt hat, weil wir haben ja auch gesehen, dass besonders die Regierung ist, die diesen Rassismus vorantreibt. Und dort haben über 300 Leute mitgemacht, hauptsächlich SchülerInnen. Und wir haben eine Kampagne gegen die AfD gemacht an der Uni. Als Hochschulgruppe bietet sich das ja an. Und zwar wollten die eine Zulassung als Hochschulgruppe haben, haben in der Petition über 1500 Unterschriften gesammelt und eben auch eine Kundgebung gemacht, die ganz gut besucht war, mit 200 bis 300 Leuten. Und auch auf ganz gute Medienpräsenz gestoßen ist. Die AfD hat zwar jetzt keine Zulassung als Hochschulgruppe bekommen, aber wie ja fast allen von hier bekannt ist, gibt es jetzt keine Hochschulgruppen mehr an der LMU. Das heißt, gegen die AfD verliert man dann seine eigene Zulassung. Ja, wir müssen natürlich schauen, dass die AfD draußen bleibt und wir trotzdem wieder in die Uni können. Genau, auch ein Teil davon an der Uni sozusagen. Ja, dann, ich habe es angesprochen, die Demonstration gegen das Integrationsgesetz. Es gab eine starke Repression der bayerischen Polizei, die geplant war wahrscheinlich, also ein Angriff der bayerischen Regierung auf genau dieses Bündnis, was ich geschmiedet hatte, aus Gewerkschaften und linken Organisationen, und hat versucht, den linksradikalen Teil zu trennen von dem Rest der Demo und versucht, dieses Bündnis eben zu spalten.